Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mich in letzter Zeit bei Amazon ein bisschen umgeschaut und habe echt coole Produkte gefunden. Und das Beste daran ist, wie ihr es wahrscheinlich schon in dem Titel lesen konntet, sind die Produkte einfach mal für unter 1 Euro zu bekommen. Und ja, es sind wirklich coole Sachen dabei und die wollte ich euch jetzt einmal vorstellen. Und zwar werde ich euch hier einmal die Bilder immer einblenden, damit ihr auch sehen könnt, worum es sich überhaupt handelt. Und alle Produkte findet ihr natürlich in der Infobox, da könnt ihr dann auch direkt mal reinschauen. Und ja, ich würde sagen, ich schnappe mir meinen Laptop und dann geht's auch direkt schon los. Ja, als erstes möchte ich euch diesen Lippenstift vorstellen. Der ähnelt wirklich sehr den NYX Lippenstiften, diesen Lip Butters. Und ja, da dachte ich mir auch, das ist auf jeden Fall ein richtig toller Schnapper. Und wenn die dann auch noch so gut sind wie die NYX Produkte, dann würde ich da auch auf jeden Fall direkt zuschlagen. Ja, diese Lippenstifte sind matt und ja, matt gefällt mir auch sehr, sehr gut. Die trage ich auch am liebsten. Und dieser Lipgloss kostet 95 Cent und auch hier würde ich sagen, ist das auf jeden Fall ein richtig gutes Schnäppchen. Dann machen wir weiter mit einem richtigen Lippenstift und zwar ist das dieser hier, den ihr jetzt sehen könnt. Da dachte ich auf den ersten Blick, das sind MAC Dupes, aber von der Verpackung her sind die auf jeden Fall ein bisschen anders, aber vom ersten Blick dachte ich wirklich, das sind MAC Produkte. Ja, und diesen Lippenstift könnt ihr für 69 Cent bei Amazon kaufen. Und ja, die Farbe fand ich auch wirklich sehr, sehr schön und auch hier würde ich sagen, ist es wahrscheinlich den Preis wert. Ich werde mir die Produkte auch auf jeden Fall nochmal genauer angucken. Viele haben vielleicht schon mitbekommen, dass DM jetzt diese Zahnbürstenpinsel in die Läden gebracht hat. Diese Pinsel sind leider nur für kurze Zeit erhältlich und jetzt habe ich diesen Pinsel hier auch bei Amazon gesehen. Ja, dieser Pinsel ist auch sehr, sehr günstig und zwar 69 Cent plus 1 Euro Versand. Da würde ich sagen, lohnt sich der Kauf auch auf jeden Fall, weil es wirklich sehr, sehr günstig ist. Im Gesamten 1,69 Euro. Da sind die Pinsel im DM nichts gegen, weil ich glaube, die kosten so um die 5 Euro. Ja, und ich finde, günstigeren Produkte sollte man auch auf jeden Fall eine Chance geben. Als nächstes möchte ich euch diese Wimpern hier zeigen. Und zwar kosten die wirklich nur einen Cent und da bekommt ihr 10 Paar. Und ja, da würde ich auch auf jeden Fall zuschlagen, weil wenn man so in den Märkten mal guckt, da bekommt man nur ein oder höchstens zwei Paar künstliche Wimpern für 3, 4 Euro. Und ja, da würde ich auch auf jeden Fall zuschlagen. Eigentlich sehen die auch ganz natürlich aus. Ist halt nur die Frage bei ja, Fake künstlichen Kunstwimpern, ob die auch sehr natürlich an den Augen aussehen. Da müsste man einfach mal schauen, aber für 1 Cent würde ich da auch nicht nein sagen. Dann habe ich wieder was für 1 Cent gefunden und zwar ist das dieser Lippenstift hier in diesem richtig süßen Katzendesign. Und ja, diese Verpackung macht auch auf jeden Fall was her. Ja, für 1 Cent finde ich das auf jeden Fall eine richtig coole Idee und ist auch auf jeden Fall ein toller Hingucker. Dann machen wir weiter mit einem Schmuckset und zwar diesem hier. Ja, das fand ich auch wirklich sehr, sehr schön mit den Engelsflügeln und dann dieser Perle unten dran. Das ist einmal ein Armband und eine Kette. Und ja, für 10 Cent würde ich mir dieses Set auch auf jeden Fall holen, weil ich stehe im Moment total auf Flügel und Engel und Glitzer und sowas. Und ich trage auch zwei Ketten gerade und ja, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und für 10 Cent würde ich da auch nicht nein sagen. Dann machen wir weiter mit diesem Pinsel hier. Und ja, eigentlich ist es ein Foundation-Pinsel, also so wird der bei Amazon ausgeschrieben. Aber so einen in der Art habe ich auch schon und ich nutze ihn zum Konturieren. Und ja, als Foundation-Pinsel ist der für mich ein bisschen ungeeignet. Deswegen empfehle ich ihn euch als Konturierpinsel und für 48 Cent kann man diesem Produkt auch eine Chance geben. Da müsste man halt auch gucken, wie das dann mit der Haarstruktur ist, ob die ausfallen oder wirklich gut gebunden sind. Aber auch hier für 48 Cent ist das auf jeden Fall ein richtig gutes Schnäppchen. Als nächstes habe ich wieder ein Produkt für 1 Cent und ihr werdet es mir nicht glauben. Und zwar sind das diese Masken hier.
Das sind die bekannten Black Hat Masken und ihr bekommt davon 10 Stück für 1 Cent. Das ist einfach mal unglaublich. Und ich glaube, dieses Produkt werde ich mir auch auf jeden Fall bestellen, weil ich wollte diese Produkte gerne mal testen, beziehungsweise diese Maske, diese schwarze Black Hat Maske ausprobieren. Und für 1 Cent kann man da auf jeden Fall auch nicht Nein sagen. Ich bin total begeistert. Und ja, 10 Stück, also 10 Anwendungen oder wenn da zu viel ist, kann man die auch öfters verwenden. Ja, auf das Produkt bin ich auch sehr gespannt. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr dieses Produkt schon ausgetestet habt und wie ihr das so findet. Das würde mich auch mal sehr interessieren. Dann machen wir mal mit etwas Nützlicherem weiter. Und zwar ist das diese Zange hier. Die kennen wahrscheinlich auch schon viele von euch. Und zwar ist sie geeignet, um falsche Wimpern aufzutragen. Und ja, durch diese breite Zange hat man einfach einen festeren Halt an der Wimper und kann somit die falschen Wimpern sehr präzise auftragen. Und dieses Produkt kostet 68 Cent. Und ja, das ist auch auf jeden Fall ein richtiger Schnapper und diese Zange kann echt Leben retten. Kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und zwar handelt es sich hierbei um diese wunderschöne Armbanduhr. Wie ihr seht, ist sie Rose Gold und hat ein Galaxy Ziffernblatt. Als ich den Preis gesehen habe, war ich sehr erschrocken, denn sie sollte mal 38,86 Euro kosten und ist jetzt einfach mal auf einen Cent reduziert. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von der Uhr haltet, ob ihr sie schön findet oder eher nicht. Denn ich bin auch am Überlegen, ob ich mir diese Uhr kaufen soll. Und ich bin einfach mal gespannt, was ihr dazu sagt und ja, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Ja, das waren auch schon die Produkte, die ich bei Amazon unter 1 Euro gefunden habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Und ja, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt gerne tun. Das Abo ist kostenlos und ich würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ja, bis dahin, tschüss!